Hallihallo, Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hell Yeah. Wir sind immer noch im Casino und versuchen mal unser Kontostand ein bisschen aufzubessern. Wird natürlich jetzt ein Weilchen dauern, nehme ich an. Aber ich will das nicht ohne euch machen. Ich schätze mal, das wird jetzt hier eine lange Folge, wo wir nur zocken werden. Ich will diese drei Siebenden haben, das ist aber unmöglich. Da wird aber mal möglich sein, hier ein bisschen mehr zu verdienen. Fast hätten wir 100 gehabt. Ja! 2500, Leute! Weiter geht's. Oh, wir hätten jetzt fast nochmal 1000 gekriegt. Na, wenigstens 10. Weiter, komm, komm. Papa braucht ein neues Paar Schuhe. Papa braucht Schuhe und keine Almosen. Na. Na, wenigstens 50. Ist auch schön. Na, komm schon. Das wäre jetzt auch schon wieder fast ein Tausender gewesen. Na, wieder 50. Okay, das war nix. Komm, weiter. Ich weiß nicht, ob das hier als Dämon zählt. Das wäre auch lustig, wenn es ein Dämon wäre. Wir müssen da die 777 hinkriegen. Oh, fast wären es wieder 2500 gewesen. Blöd ist, dass es immer so lange dauert, bis ich dann wieder drehen kann. Oh, fast hätten wir sie. Fast. Oh, fast wären es 500 gewesen. Mann. Aber ich mag so eine Glücksspielsachen. Ich habe das auch immer gerne gespielt bei Pokémon. Pokémon im Casino. Oh, ich habe da Stunden verbracht. Und zwar unglaublich. Da hat man mich echt kaum weggekriegt, sage ich mal. Na komm schon, ich brauche wieder ein bisschen mehr. Oh, 250 sogar. Das ist doch auch schön. Ah. Wird ja wohl möglich sein, hier ein bisschen mehr rauszukriegen. Aber ihr müsst euch jetzt darauf einstellen. Das wird jetzt eine lustige Folge, wo eigentlich nichts passiert, schätze ich mal. Ich kann ja mal ganz kurz gucken, ob das als Dämon zählt. Zählt nicht als Dämon, okay. Haben wir hier unten noch mehr? Da ist noch ein Automat. Was haben wir hier noch so? Ich gucke mich jetzt mal hier ganz kurz um. Na komm, den Dämon machen wir auf jeden Fall. Komm, den haben wir. Boxkampf. Hua! Wir springen und haben ihn, glaube ich. Nee, noch nicht. Er hält's doch aus. Jetzt bam! Elbow. Flying Elbow oder wie die ganzen Attacken hießen. Ich habe keine Ahnung mehr davon. Gut, eine Nüsse. Und jetzt noch auf meiner Seite kommen. Jetzt der Pin. Nee, was? Was machst du? Oh, Batman. Naja, wo ich vorhin im Laden war, meine Spiele kaufen. Da war eine riesengroße Batman-Statue. Oh, die sah geil aus. Wäre die zu verkaufen gewesen, hätte ich es mir auch, glaube ich, noch gekauft. Komm, da oben ist doch bestimmt irgendwas. Ich komme da oben nicht hin. Ärgert mich gerade ein bisschen. Was haben wir hier unten noch so? Ist da noch ein Dämon? Stimmt irgendwo, da ganz unten. Ash, der reinste Wahnsinn. Im Club wird mir das niemand glauben. Ich bin Ace, Präsident von Rash for Ash, dein größter Fanclub. Wir sind alle total verrückt nach dir. Und seit wir die scharfen Badebilder gesehen haben, sind wir sogar noch verrückter. Ich habe einen Fanclub? Das ist ja wirklich... Halt, was hast du gerade gesagt? Dass diese Bilder sind privat. Zu spät. Du hast mir die Augen geöffnet und ich habe all meine Kleidung abgelegt. Ich fühle mich wie neugeboren. Oh, jetzt sehe ich es erst. Der ist nackig. Jetzt spiele ich jeden Tag Strip-Poker. Oh Gott. Okay, ich habe schon verstanden. Wir müssen
irgendwie gucken, dass wir zu den Typen hinkommen. Was schwerer ist, als ich dachte. Wuhu! Weiß nicht, wie ich die Dinger aktiviere, das ist das Problem gerade. Oh Gott, ich bin so blöd. Was ist das überhaupt für eine Vase? Ah! So ist das. Ist sie da. Wir müssen die Vase auf seinen Kopf kriegen. Wo ist sie jetzt? Da. So, jetzt müssen wir uns entscheiden. Links oder rechts? Ich nehme rechts. Jetzt ist sie da unten. Wie komme ich da unten hin? Achso, das da. Okay. Hm. Ja. Na komm, geh weg. Komm. Wir hätten ihn fast getroffen, habt ihr das gesehen? Darf ich den... Achso, ich muss nur noch mal den Zug machen, okay. Ja gut, das geht noch. Aber wenigstens weiß ich jetzt, wie wir ihn besiegen. Au. 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 Nein, das kann doch nicht sein. Aber das Ding ist noch unten, alles klar. Und wieder runter, ja. Zack, zack, wieder ein bisschen Geld, so, runter, zack, zack, zack. Ne, wo ist denn das Ding? Hä? Wo ist das Ding hin? Hä, wo ist denn die Vase jetzt? Jetzt ist sie wieder da. Warum auch immer. Jetzt kommst du da runter. Oh. Jetzt kommst du da. Ja, ich weiß. Nein, jetzt habe ich sie schon wieder nach da geschoben. Komm. Oh, jetzt muss ich überlegen, wo hatte ich ihn jetzt reingeschoben? Ich glaube, rechts. Dann kann man mich da runter. Genau. Und jetzt muss ich wieder da nach unten. Da hoch, runter damit. Das war... Das hätte nicht sein müssen, nee. Weil jetzt muss ich, glaube ich, wieder einmal sterben, damit ich diese Vase habe, die da liegt jetzt. Ich mache es jetzt mal ein bisschen anders. Ich probiere es jetzt einfach mal direkt da rein. Ach, jetzt kommt er, seht ihr, kommt er doch direkt dahin. Ist doch auch schön, spare ich mir einen Zug. Ja, ich weiß doch, wo er hinkommt. Was passiert, wenn ich jetzt links reinschiebe? Ah, okay, alles klar. Also war rechts doch richtig gewesen. Oh, musst du da mal gleich eine Videosequenz draus machen? Zack. Ja, ich weiß doch, wo er runterkommt. So, zack, 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 zack. Na los. Au, viel zu schnell. Nee, nicht so schnell. Na komm. Nein! Mist! Ah, jetzt muss ich da wieder hin. Na, der hatte nicht richtig. Jetzt. Wisst ihr, ich hasse sowas eigentlich. Aber ich hasse ja so vieles. Bam! Ja! Ja!
Sehr schön. So muss das laufen, ne? Jetzt kommen wir da auch durch. Haha. Warum auch immer. Was uns das auch bringen mag. Gucken wir mal. Oh, da ist schon wieder so ein blödes Vieh. Ich hab dir die Karten schon wieder gesehen. Ach, diesmal ist er da. Biete verblüffende Zaubertrick. Suche Essen. Warum zauberst du nicht einfach was zum Essen her? Verflucht, da ist was dran. Jetzt komme ich mir aber blöd vor. Na komm, zack. Ich glaube, ich will da noch gar nicht hoch, oder? Will ich da hoch? Ich glaube, ich will da erstmal nicht hoch. Nein! Okay, einmal probieren wir es noch. Ach, jetzt bin ich wieder hier ganz oben. Na gut, dann spielen wir jetzt noch eine kurze Runde am Automaten. Und, ja. Dann gucken wir mal weiter. Zack. Na los. Na, wenigstens wieder 10er. Nix. Ich will ja noch einen großen Gewinn haben, komm. Mindestens 2500 oder sowas. Oder 250 oder 500. Nee, ist nix für uns. Komm, komm, komm. Ja, ist schon Zähne. Wer will Zähne, wenn er schon mal die 2500er hatte? Komm. Aber so mit den Zähnen haben wir wenigstens kein Geld verloren. Aber es ist trotzdem doof. Ich will mehr. Ah, braucht er so ewig und dann kommt da eh nichts. Ah. Mann ey. Überlegt euch das mal, wenn wir jetzt diese 10.000 haben sollten. Ey, das. Das wäre ja unglaublich. Ich bin jetzt schon unter 4.500 gekommen. Was ist los? Ich hatte schon 4.500. Jetzt habe ich wieder so viel zu wenig. Komm, nicht nur immer die 10. Ich will mehr. Mann. 10 ist ja okay, aber trotzdem will ich mehr haben. Ja, oder ich krieg gar nichts. Das ist auch toll. Oh, wir haben fast die 1000. Nee, es geht darum, weil wenn wir jetzt nämlich dann da gutes Geld bekommen, können wir im Shop uns wenigstens die ganzen Upgrades kaufen. Das ist nämlich mein Ziel bei der ganzen Sache. Komm, komm, komm. Kann doch nicht sein. Ich merke schon, ich krieg immer weniger Geld. Letzte Runde für die Folge. Na gut. Wir gehen mit einem Kontostand von 4.452. Alles klar, Leute. Würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play Hell Yeah. Mein Name ist EditLP. Ich sag Dankeschön fürs Zusehen. Bis dann, Leute. Tschüss.